In der Clara-Grunwald-Schule in Neu-Allermöhe musste am Mittwochvormittag ein Großaufgebot der Feuerwehr anrücken. Um 11.15 Uhr klagten mehrere Schüler der Grundschule über Atemwegsreizungen. Wie sich herausstellte, war in einer Toilette Pfefferspray versprüht worden. Die Polizei konnte die Sprayflasche sicherstellen. Die Feuerwehr alarmierte mehrere Rettungs- und Notarztwagen, den leitenden Notarzt und den Umweltdienst. Vier Betroffene wurden von den Rettern gesichtet, keiner von ihnen aber musste ins Krankenhaus gebracht werden. Noch ist unklar, ob es zuvor in der Toilette eine Auseinandersetzung zwischen Schülern gab oder ob das Pfefferspray dort aus Neugier versprüht wurde.